Hallo Peter. Hallo Thomas. Sawadee Kap. Sawadee Kap. Das ist deine bessere Hälfte, denke ich mal, ne? So kann man das sagen, ja. Wir haben uns kennen und lieben wir. Das ist doch schön. Kun Lat. Kun Lat. Kun Lat. Und du, you've been to Germany already also, right? You visited him already. Yeah. Okay, gut. Und wie bist du jetzt so auf uns gekommen? Durch YouTube hast du mir erzählt. Du hast ja den Wahnsinn immer angetan, den normalen Wahnsinn. Ich habe das einmal angeklickt und irgendwann habe ich dann die Glocke gedrückt und kriege immer, wenn du was auflädst, Benachrichtigungen, wo ich mir das angucken kann. Und ich habe mir das immer reingezogen, ja. Auch mit deinem Hochwasser hier, wo ich allerhöchsten Respekt zolle. Also wirklich, was ihr geleistet habt hier. Ja, das war Wahnsinn mit dem Hochwasser, zweimal hintereinander in zwei Wochen. Ich habe das wirklich verfolgt, auch das Ganze drum und dran. Aber deswegen zieht den Hut vor den ganzen Leuten hier. Die nehmen den Besen, fegen das raus und dann geht das von vorne los. Bleibt ja nichts anderes übrig. Nee, ne? Das Leben muss ja weitergehen. Muss weitergehen, ne? Aber hier lebt man damit. Und dieser Umgang hier mit den Leuten ist einfach nur fantastisch. Und wann bist du das erste Mal nach Thailand gekommen? Erste Mal im Juni 21. Ist ja noch gar nicht so lang, bist ja Neuling dann noch. Ja. Ja jungfräulich. Ja. Aber wie gesagt, zum Anfang war es ja auch so, dass ich aus einem ganz anderen Grund hergekommen bin. Ich wollte unbedingt, weil mein Freund mir ein Tigerbild gezeigt hat, dieses Bild möchte ich haben, koste es, was es wolle. Mit dem Tiger. Ja, das hast du mir gezeigt. Genau, das Bild ist ja ein Profilbild von meinem WhatsApp. Und das fand ich so toll, dass ich gesagt habe, das möchte ich ganz einfach erleben. Und ich habe es gemacht. Und das war der Grund, warum du eigentlich nach Thailand bist. Das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich fliege nach Thailand. Und dann hast du hier deinen Tiger kennengelernt, so ungefähr. Ja? Eine Woche später habe ich dann, mir ist früher mal aus der Hand gelesen worden und eine Wahrsagerin hat mal gesagt, ich finde meine Liebe ganz woanders. Mhm. Ja, und ich gehe mal ganz davon aus, es hat eine Menge Sachen gegeben, die uns zusammengeschweißt haben. Und es ist einfach nur fantastisch. Es fühlt sich richtig und gut an. Naja, ist ja gut. Und das ist die Hauptsache. Und deswegen wollte ich das unbedingt hier kennenlernen bei dir. Weil ich gesagt habe, ich habe so viel gesehen und ich möchte diesen Mann kennenlernen, ich möchte das Leben hier kennenlernen. Und gestern Abend hatte ich das Glück, das war eine super tolle Veranstaltung. Also auch die Gäste, die denn hier mitgewirkt haben, das war einfach nur traumhaft. War schönes, gute Vibrations yesterday, ne? War schön. Auch der dann gekommen ist, der da Thai gesungen hat, der junge Mann aus Luxemburg war er, glaube ich. Ne? Wie hat er geheißen, weißt du es noch? Nee, der hat irgendeinen thailändischen Spitznamen, ich habe es auch schon wieder vergessen. Ja. You remember the name of the man who sing yesterday? Yeah. His Thai name, what he call himself? Name. He has a Thai nickname. Thai nickname, the Thai song. Yeah, yeah, the one who sing the Thai song. Mutter Monika. I don't know. No, I also, maybe I have on my video, I make a video, I have to look. Maybe somebody can get the name. Aber das war traumhaft. Ja, das und war super auch, gestern. Dein Stammgast hier, der hier Gitarre. Der Walde. Achso, der Kun Tung, unser Gitarrist. Ja, das ist ja. Ein Traum, wie der spielt. Ja. Ich habe mir als Kind immer gewünscht, Gitarre spielen zu können. Meine Eltern haben mir das damals nicht ermöglichen können, weil wir 6 Kinder zu Hause waren. Wir waren 5. Aber allerhöchsten Respekt davor, weil er hat sich das ja selber beigebracht, autodidakt. Ja. Einfach nur er hat mir mal die Geschichte erzählt und sein Vater war natürlich auch dagegen. Er hat gesagt, hör auf mit dem Schmarrn, lern was Gescheites. Ne? Und er hat sich das autodidakt alles beigebracht, selber. Das ist richtig fantastisch. Und hat dann noch Elektronik studiert, dass er seine Gitarren und alles, was da rum ist, die Verstärker, alles wieder reparieren kann, weil damals gab es ja, wie der jung war, gab es ja in Thailand auch nicht alles so einfach, ne? Wie heute. Heute gibt es ja alles. Wie alt ist er? Naja, der ist vielleicht 55 so, Mitte 50. Schau mal. Ja, und unser Drummer, der ist ja schon fast 70. Oh. 69, also kann man schon sagen, fast 70.
Ja, das sieht man ihm ohne an. Ja, ja, mit dem Tuch, was dann hier der Schlagzeug. Ja, so. Foxy Gaubi. Ja. Der Rentnerband, die Rentnerband. Aber trotzdem, super tolle Musik, spielen gut. Und die Einlage von dem gestern, was ja unvorhersehbar war, er war ja auch nur Gast und hat nur deine Musik hier gehört. Ja, ja. Und kam dann hier und hat gedacht, er muss mal gucken, was da los ist. Gell? Hat von da vorne die Musik gehört, hat erzählt, ja. Und hat gesagt, der hat sich so gut angehört, dass er mal schauen muss, wer da spielt. Ja. Ja, das sind ja wirkliche Profis und das haben auch schon viele gesagt, die können also vom Niveau her, müssen die viel weiter oben spielen, weil die wirklich gute Gitarristen sind. Aber das ist halt immer so dieser schmale Grat, entweder du hast Glück und schießt ab oder, aber vielleicht passiert es ja noch. Jetzt hoffen wir mal, dass die das noch schaffen. Der Kuntung hat ja aber eigene Lieder auch komponiert, also natürlich in der thailändischen Sprache, also mit thailändischem Text. Mal schauen, vielleicht wollen wir das mal versuchen zu übersetzen in Englisch und Deutsch. Mal schauen, vielleicht klappt es ja für so ein Projekt, was wir eventuell vorhaben. Ist das deins oder was? Ja, das ist meine Lüfte. Ja. Ja. Naja, ist ja schön. Und wie lange bist du jetzt noch da? Also, wir haben 976 Kilometer mit dem Bus nach Bangkok am 23. Dann bin ich noch 3-4 Tage in Bangkok mit meiner Süße und dann am 27. fliege ich zurück. Und geht sie wieder mit zurück, oder? Das klappt leider nicht, weil wir müssen das Visa komplett neu machen. Ach, neu machen, ne? Ja. Aber das wird nicht mehr so problematisch wie das erste weil Mal. Weil sie schon eins gehabt hat, ne? Jetzt hat sie eins gehabt, die Fingerabdrücke sind alle vorhanden und da hat sie keine Probleme mehr. Also ich hoffe, dass es ziemlich schnell geht. Aber die Papiere, die sie von mir braucht, die ich jetzt ausfüllen muss vom Abend, wo ich dann meine Stempelchen drauf habe. Du musst in Deutschland das muss machen. Ich, richtig. Gleich, wenn ich hast zurückkomme. Hast du deine Stempel nicht dabei, dass du das alles selber das wäre eine Maßnahme. Das wäre besser so. Ja. Wir waren ja in Pattaya beim Konsul und da auch in dem Reisebüro, wo ihr damals geholfen wurde, nach dem Prozedere, was ich erzählt hatte mit Katar. Da haben wir natürlich alles versucht, was es für Möglichkeiten gibt, auszuloten. Und ich werde in Deutschland auch in die Botschaft gehen und mal gucken, ob ich da irgendwie was auf die Reihe kriege und dann schauen wir. Und der Konsul da in Pattaya ist fit, ja? Der, hast du ihn kennengelernt? Ja? Ich kenne den nicht, ich habe nur gehört, der soll ganz gut sein. Mein Kumpel hat bloß gesagt, also zumindest kann er von kompetenter Stelle dir sagen, wie wo was. Mhm. Ja, er macht das schon lange, glaube ich, ne? Oder? Das weiß ich jetzt nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber mein Freund, der war ja nur 3 Monate da in der Lake Villa, da in Pattaya und der sagte mir, dass das eine gute Anlaufstelle ist. Und was ist dein Eindruck jetzt so von Thailand? Hast du vor, eventuell mal dich hier niederzulassen oder also, halb oder? Wenn es in Deutschland schlimmer wird, ist es ein Gedanke, der im Hinterkopf mit 100% der Sicherheit ist. Aus dem ganz einfachen Grund, es wird nicht besser. Der Krieg ist auch ziemlich nah. Ziemlich und bedrohend eigentlich, wenn man sich die Nachrichten anhört. Also schön ist es nicht. Also nein. Schon ganz, also dass die auch alle so hetzen, dass sie so kriegsgeil sind, ich verstehe das gar nicht. Naja, und dann die Außenministerin, mit der haben sie ja auch ins Schwarze getroffen, sag ich mal, die China provoziert und hast du nie gesehen, das ist natürlich nicht das Gelbe vom Ei, aber man kann es nie ändern, man kann sich da nie einmischen, dazu sind wir zu kleine Lichter und Geld regiert die Welt und das ist wahrscheinlich überall so, aber ich habe das Land kennengelernt, ich habe die Leute kennengelernt und ich habe höchsten Respekt vor diesem Glauben ja, und das sagt eigentlich schon alles. Und ich sagte dir ja selber auch, es gibt Sachen, wo du denn am Strand sitzt und denkst, irgendwann müssen wir alle mal gehen. Naja, warum gut. Nicht hier? Ja, also hier ist nicht der schlechteste, nicht der schlechteste Platz. Ne? Ja. Gut. Gut. Schön, dass sie dich hier mal zum Interview zur Verfügung gestellt hast. Ja.
gestern war eine schöne Party. Ich habe noch ein bisschen dann, würde ich nicht sagen Hangover, aber die Flasche Wein war gut auf jeden Fall. Es hat richtig Spaß gemacht. Essen super lecker. Also für jeden, der Thailand besucht und in Kamala sein sollte, besucht die Kokosnuss. Ich sag's euch, es ist traumhaft. Und die Jam Session sollte man wirklich mal gesehen haben, weil die. Ist wirklich toll, also es sind tolle Musiker und was die gestern geliefert haben wieder und wer da noch dazu kam, war ja schon einmalig. Das Video kommt demnächst, das mache ich wahrscheinlich gleich heute, weil das ist schnell gemacht, da muss ich nicht viel schneiden. Ja? Also Peter, Dankeschön und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Aber auf und jeden viel Fall. Glück bei eurem gemeinsamen Lebensweg. Alles klar. Bitte abonniert unseren YouTube-Kanal und drückt auf die Glocke und dann verpasst ihr auch nicht mehr. Super, give me five.